Er kann also helfen. Ich war das. Ich habe dieses Ding geschlossen? Wie? Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Oder zu unserem Untergang. Gut zu wissen. Ha, ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Ah, ihr gehört der Kirche an. Schön, euch kennenzulernen. Nette Armbrust. Nette Armbrust. Ich glaube, darüber freut er sich. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Was? Ihr wisst davon? Danke, dazu seid ihr imstande. Ihr wisst davon? Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Solas ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in derartigen Dingen. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Mhm. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Das verdient eine Anerkennung, wenn das vorbei ist. Ich werde tun, was ich kann. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Sie ist lediglich vernünftig. Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Ich mag den kleinen Zwerg. Ach, den habe ich schon in Dragon Age 2 gemocht. Wie kann ich den Codex-Einträge anschauen? Codex, Charaktere. Wer ist das? Göttliche Justinia Cassandra. Lord Sucher Lucius. Beide haben sich auf sämtliche Magier gefühlt. Solas Trillian Varric Tethras. Ist für zwei Dinge berühmt. Seine Bücher und seine Freundschaft mit dem Champion von Kirkwall. Das sind wir. Nach der Abspaltung der Tempel und der Zirkel von der Kirche schickte die göttliche Justine die Linie. Okay. Hatte der Champion selbst wieder zwar längst verschwunden, doch Varric hat ein Buch über die Rolle geschrieben, die sein Freund bei der Zerstörung der Kirche von Kirkwall gespielt hatte, weshalb es der linken und rechten Hand der Göttlichen auch überraschend leicht fiel, ihn aufzuspüren. Sie nahmen ihn fest und verhörten ihn. Das ist quasi der Grund, warum Teil 2 ist. Seinen Stab ausgehen. Er ist kein Dalish und sagt, dass er niemals Teil des Circles gewesen ist, aber er habe die Magie. Der Name sagt mir doch irgendwas. Solas? Muss ich mir irgendwann mal das Wiki durchlesen? Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Alles nehmen. So, haben wir hier noch irgendwo Loot? Warte mal, was ist das? Ah, okay. Da, oh mein Gott, wir können springen. Oh mein Gott, wie geil. Wir können springen. Oh mein Gott, ist das geil. Whee!
Oh, ich dachte, Leertaste wäre hier von wegen Zeit anhalten, also Strategiemodus wie in 1 und 2, aber nein, das ist... Oh mein Gott, ist das geil. Ich hätte aber gerne eine Ego-Perspektive, wenn ich schon so spielen soll. Also es ist nicht mehr so das klassische Rollenspiel. Um die Kontrolle... Okay, F2. Okay, das geht jetzt. Cassandra. Solas. Und Warwick. Ja, das kennen wir ja schon. So geht's weiter. Und je länger ich das drücke, desto länger dauert es wahrscheinlich, bis das Spiel wieder fortgesetzt wird. Oder? Wird es ganz slow? Ja. Naja, wo muss ich hin? Da hinten hin. Achtung, Dämonen! Was? Wo? Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Kann ich auch. Ich. Würden Sie die taktisch ansehen, den Agenten etwas einzuschätzen? Okay, in Zukunft. Theo, da sind wir mit dem Ausdruck. Okay. Verwende der taktische Schwert, oder? Um das Schlachtfeld abzusuchen. Verwende Tab, um zwischen Zielen zu wechseln. Wechsel zwischen der Gruppe und sie anzuweisen, sich an einem bestimmten Ort zu bringen. Okay, F1. Tab. Tab. Du. Ein Elite-Boss. Niederer Schatten. Dann hole ich mir erstmal. Ich bin ja so ein bisschen tanky. Wir gehen hier darauf. Du gehst darauf und frierst ein. Und Warwick, was hast du? Was ist das? Fernschuss und Krähenfüße. Du holst dir bitte mal den zweiten Schemen da. So, wie sieht's aus? So, ich kann ja. Ach, ich kann ja mit WASD mich bewegen. Auf wen castest du eigentlich? So. Hier, bitte angreifen und eisige Umarmung. Gut, perfekt. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, Tee. Ich taunte und jetzt greife ich einmal den hier an. Ich zerlege den einmal und dann kann ich gleich wieder meine 1 benutzen. Das war auf den Boss da hinten. Muss jetzt gar nicht mehr. Warum leben die noch? Dass man nicht automatisch hinrennt, nervt mich ein bisschen. So. Hopp. Und ich glaube, ich muss hier lang. Oh. Dann seid ihr unschuldig. Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Okay. Da mag der kleine Zwerg vielleicht recht haben, aber wir sind ja ein ehrlicher Adliger. Nur... Oh. Hoppala. Da vorne sind wieder Gegner. Achso, T. So, du darauf. Du auch darauf. Du, hier. Und zwar einfrieren. Geht nicht. Warwick, du den da. Ja, oh, gut. Achso. Kann ich da hinten treffen? Ja, perfekt. Ach, daran muss ich mich echt gewöhnen. Und dass man immer am Gegner dran stehen muss. Ich glaube, das sind so die schwierigsten beiden Änderungen im Vergleich zu den Vorgängern. Der Rest ist, glaube ich, relativ simpel. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Ja. Risse im Nichts entstehen durch die Schwachstellen in irgendwas. Schnell! Es werden immer mehr! Helft uns! So, warte, T. Ach. So, hier, du da so. Du da so. Du so. Nee. So. So und eins. Oh, da zwei.
Da. Du warst da. Ich mache ihn hier. Okay. Hot, 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 go! Ah, okay. Achso. Schnell! Benutzt das mal! Ah, okay. Cool. Level up. Dein Charakter ist einer Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht. Du hast einen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Drücke P, um den Charakterbogen zu öffnen und einen Blick in den Fähigkeitenbildschirm zu werfen. So. Ach ja. Waffe und Schild. Zweihandwaffen. Schlachtenmeister, Vorreiter. Was haben wir denn da so? Ach, das ist, was haben wir da? Was ist das? Ja, 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 Fähigkeitenbaum. Ja, 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 Fertigkeiten nicht mehr. Ja, ist ja gut. Aber ich würde erstmal lieber hier reinschauen. Also, dann hätte ich gerne den. Ja. Anwenden. Dankeschön. Attribute. Kann ich die nicht irgendwie? Nö. Verhalten? Ach du. Ach, okay, das ist für einen Taktik-Bildschirm. Öffne das Tor! Sofort, Lady Cassandra. Okay. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Oh Gott, wie sehen die denn aus? Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Das sind Schweden. Die sind blond. Ich muss das Tor öffnen. Moin. Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Was? Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Bitchfight. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Was ist mit der Bresche? Ist das vordringlichere Problem denn nicht, die Bresche zu schließen? Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Respekt, nicht mehr geschrien. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Fragt nach meiner Meinung. Was greift mit den Soldaten sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht werdet? Fragt nach meiner Meinung.
jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Ich würde eher den Weg durch die Berge nehmen. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Oh, ich glaube, die Cassandra mag mich nicht.